Schönen guten Morgen hier vom wunderschönen Alpsee. Ich bin's, der Michael. Also vom Bildaufbau ist Video für mich immer noch eigentlich ziemlich ähnlich zu Foto. Was bei mir wirklich schwierig ist, ist dieses ganze Einstellen mit Framerates. Man hat dieses Farbprofil, diese ganzen Sachen. Das sind einfach eine Menge Einstellungen, die man vom Fotobereich überhaupt nicht kennt und auf die man da auch nicht geachtet hat. Aber wenn man das mal raus hat, ist es eigentlich gar nicht so viel komplizierter. Ein Vorteil bei der R5C ist, was ich auch benutze, beim Filmen ist ja sehr wichtig, dass die Belichtung passt. Kann man zum Beispiel Falschfarben oder das Zebra nutzen und das hilft einem enorm beim Belichten. Bei der R5C kann man tatsächlich einen Hochformat-Modus einstellen, den kann man auf jede Taste legen. Ich habe es jetzt oben hier auf die Mode-Taste gelegt. Die drückt man einmal und dann wechselt auch hier schon der Bildschirm in den Hochformat-Modus. Heißt, man muss in der Post-Production dann das Video nicht mehr drehen. Und beim Hochformat-Filmen nutze ich auch das Klappdisplay. Wenn ich zum Beispiel am Boden filme, ist es halt mega, wenn man sich nicht großartig verbiegen muss, sondern einfach hier aus der Höhe schon sieht, genau was filmt man gerade. Was mich super unterstützt, ist dieser zweite Bildschirm. Bei der R5C nutze ich hier einen Bildschirm, um zum Beispiel sehen zu können, was ich filme, weil der Hauptbildschirm bei den Kameras ist unten meistens nicht so groß. Und ich habe dann noch einige Features, wie zum Beispiel eine Waveform oder ein Zebra. Das lege ich dann unten auf den Bildschirm, um die Einstellungen vorzunehmen, und oben auf dem großen Bildschirm sehe ich dann, was ich filme. Im Filmen mit der R5C benutze ich auch einen Augenfokus-Tracker. Den benutze ich auch beim Fotos machen und der funktioniert tatsächlich sehr gut, wie ihr wahrscheinlich gerade sehen könnt. Also ich filme hier auch immer im Log, also im C-Log bei Canon, weil es einfach für mich einfacher ist, dadurch, dass ich in der Fotografie schon einen gewissen Farb- und Bildstil habe, den ich dann im Video eben auch haben möchte. Und ich habe einfach einen viel größeren Dynamikumfang mit dem C-Log. Und ich habe hier jetzt im Bildschirm oben schon den View Assist an. Das heißt, ich sehe direkt jetzt schon, obwohl ich im C-Log-Profil filme, wie es dann später aussehen wird. Was bei der R5C auch mega geil ist, es ist eigentlich eine vollwertige Cinema-Kamera. Und also die hat auch das komplette vollwertige Cinema-Menü hier. Aber wenn ich einfach hier diesen Knopf umschalte von Video zum Fotomodus, ist es einfach eine normale Canon R5. Was ich immer nur sagen kann, ist, fokussiert euch einfach darauf, was ihr da filmt. Fokussiert euch nicht so sehr darauf, welche Einstellungen ihr habt, welche Belichtung ihr habt. Nutzt einfach die Hilfsmittel, die die Kamera euch schon bietet. Die bietet euch ja unglaublich viel im Bereich Fokus, Belichtung. Oder auch einfach mal den Automatikmodus benutzen der Kamera. Macht euch das Leben leicht. Geht raus, habt Spaß.